Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Oberspielt Minecraft heute am 4. Januar 2020. Frohes neues Jahr an alle. 23.31 Uhr. Und heute werde ich zwei Sachen machen. Und zwar versuche ich mal was zu verkaufen. Habe ich denn ein Bett dabei? Ja, da ist ein Bett. Ich versuche was zu verkaufen und zwar in anderen Dörfern. Wir hatten ja mehrere Dörfer gefunden. Vielleicht gibt es ja da Emeralds oder Edelsteine. Und die können wir dann hier vielleicht dazu verwenden, um irgendwelche Leute einzustellen. Zum Beispiel, wenn wir ganz viele bekommen, dann können wir ja da müssen wir hin. Dann können wir ja vielleicht sogar den Musiker einstellen. So, was kann man denn bei den Dörfern verkaufen? Da war, glaube ich, immer das Fleisch hier ganz gut. Schnee nicht. Nein, was ist das? Bodenmehl, das sieht aus wie zerknülltes Papier. So, Lebensmittel, da hatte man Weizen, könnte man vielleicht verkaufen. Vielleicht könnte man auch irgendwelches Fleisch verkaufen. Ich nehme mal so ein bisschen was mit. Wir haben ja Hühner genug. Vielleicht noch ein bisschen Weizen. Wie viel haben wir denn? 3. Vielleicht wollen sie auch Samen haben. Ich habe keine Ahnung, was die so kaufen. So, was haben wir hier? Nix. Da haben wir nix. Ja, ist nicht viel los. Nicht viel hier drin. Hier hatten wir keine Truhe, ne? Nein. Doch, da haben wir auch Truhe. Da ist aber nichts drin. Was ist das denn? Ach, wieso ist denn da so viel Zeugs drin? Jetzt bin ich aber baff. Ehrlich. Also, hatten wir mal. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay, dann gehen wir mal zu unserem Boot. Zu unserem Boot. Ja, wir haben viele, viele Wege, die nach Rom führen. So, nein, das Bötchen ist noch weiter unten. Hier sind wir schon zu weit. Hier müssen wir irgendwo hin. Genau. Wo ist er denn? Hier wollten wir ja auch mal weiter bauen. Hier ist das Boot irgendwo. Sehr schön. Habe ich es dabei? Nein, habe ich nicht. Wo ist denn das Boot abgeblieben? Habe ich das hier irgendwo liegen gelassen? Das ist weg. Na gut, dann kann ich mir ja vielleicht aus den Hölzern
Geht denn das überhaupt? Dass ich mir aus den Hölzern von den Kollegen hier ein Boot bastle. Theoretisch geht das natürlich schon. Da habe ich, ja, da habe ich Spruce und da haben wir Dschungel, Holz. Naja, dann nehme ich doch einfach mal, oder habe ich hier vielleicht noch was dabei? Nein, Dirt habe ich ja noch. Das kann ich ja noch gar nicht verkaufen. Wieso habe ich denn noch die Steaks auch mit dabei? Hatte ich die? Naja, ist auch egal. So, jetzt machen wir halt mal. Uns zwei Boote, falls wir eins verlieren. Sollte ja ab und zu mal vorkommen. Soll ja ab und zu mal vorkommen. Auch wenn es nicht vorkommen soll. So, ups. So. Da haben wir sie. Was haben wir nicht mit? Fackeln. Brauche ich Fackeln? Brauche ich Fackeln, Leute? Ach ja. Ja, der ist ziemlich hinüber. Ich glaube, ich hole mir noch Fackeln. Die brauchen echt einen Troubadour, der sie aufheitert. Gleich im Lager. Na gut, okay, 32 sollten wohl reichen. Im Lager ist gut. Naja, legen wir uns noch im Lager hin. Zack. So, jetzt aber nehmen wir mal einen anderen Weg. Laufen mit dem Bett hier so quer durch die unterschiedlichen Gänge. Hier kommen wir im Gefängnis raus. Noch ein Weg zu unserem Hafen, den wir schon in der Folge 65 erbaut haben und renoviert haben. Wir haben schon ganz am Anfang gebaut. So, okay, dann geht's los mit dem Bötchen. War ziemlich finster hier trotz der Beleuchtung. Okay, dann schauen wir mal. Ich den Weg noch finde. Den hatten wir uns ja irgendwie markiert. Wo kommt der denn her? So. Ich habe jetzt die Karte hier oben, also irgendwie hier rum, glaube ich, nicht wahr? Ist das korrekt? Hier muss ich irgendwo durch. Ich glaube hier rum.
Nein, hier sind wir verkehrt. Hier sind wir verkehrt. Habe ich jetzt das Boot weggeschmissen, das andere? Ja, da ist es. Da sind wir verkehrt. Wo hatte ich denn den Kanal gebaut? Oder war das nach dem Zusammenbruch des Computers geschehen? Ich glaube, den hatten wir nachträglich gebaut, also beziehungsweise vorher, oder? Oder sind wir jetzt auf dem falschen Holzweg? Ich glaube, wir sind auf dem falschen Holzweg. Das ist nicht die richtige, die ich meine. Nee, wir sind verkehrt. Mann! Habe ich mich verfahren? Ah. Okay. So, wo ist denn der Kanal? Der muss doch dann da drüben irgendwo sein. Meine Fresse, was ist das hier für ein... Ja, da habe ich den falschen Kanal genommen. Also ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Nicht, dass ich mich hier verfahre. Da oben ist der Weg, ne? Da müssten wir lang. Siehste. Genau. Also, wir haben zwar das Ganze alles schon entdeckt, aber es ist vor der Journey Map gewesen. Und deswegen kennt die Journey Map das Ding natürlich nicht. Ich glaube, da ist der richtige Fluss. Und da ist auch der Kanal fertig dann. Mit dem Bettchen in der Hand kommt durch das ganze Land. Ja, und ich habe natürlich ein Thema, und zwar ein Thema, das sowas von verrückt ist. Das glaubt ihr gar nicht. Aber das werde ich dann euch gleich noch erzählen. Ja, ich glaube, das ist der richtige Fluss hier. Aber immer noch nicht hundertprozentig sicher. Doch, da ist ja unser Zeichen. Also wir haben das hier schon vor dem, also so vor der Folge 2100, ne? Okay, da war ich nur die falsche Abzweigung gefahren. Okay, jetzt müssen wir also das erste Dorf irgendwann gleich sehen. Auch unseren alten, also unsere alte Unterkunft von Anna Dunnemals, da ist sie. So, und dann müssen wir hier um die Ecke. Und dann haben wir das Dorf vor uns. Hoffe ich doch. Zumindest war das mal so geplant. Es müsste doch demnächst kommen. Ist noch eine Ecke zu fahren, ne? Ich glaube, da hinter der Ecke war das. Hinter dem Berg. Oder? Kommt mir jetzt wieder etwas unbekannt vor hier. Da ist es, da ist es, da ist es. Prima, ups, Vorsicht. Wunderbar. So, da können wir mal gucken, mit was die Leute hier handeln.
So, mit was handelt ihr denn? Seid ihr noch die alten? Das habe ich mir doch gedacht. Rot, dann Flash. Und dann kriege ich Emeralds. Jawohl. So, da hätte ich ja gleich noch ein bisschen mehr. Das ist ja schon mal prima. So, 3 Emeralds habe ich, 3 Edelsteine. Prima, wunderbar. Hier ist nichts drin. Ja, das sind ja noch die Oldstall-Dörfer hier. Wo man praktisch keinerlei Sachen gefunden hat, aber ich hatte doch was gefunden. Damals. In irgendeiner Truhe. So, was kann ich dir denn anbieten? Ach ja, auch noch. Ja, ich habe jetzt nichts mehr. Habe ich schon alles verbraten. Hier war eine Truhe drin, ne? Oder? Hast du eine Truhe? Noch mehr Kleriker hier. Ja, da ist aber nicht viel drin. Kobbel ist da drin und Dirt. Okay. Obsidian. Alles klar. In die Kirche. Ich höre immer die Kirchenglocken. Und da hinten war ja noch ein Dorf. Nicht so weit weg. Glaube ich. Wenn ich mich da so richtig dran erinnere. Nicht weit voneinander entfernt, aber jetzt gucken wir mal auf die große Karte. War das mehr in der Richtung oder in der? Ich weiß es nicht und es wird schon wieder dunkel. Das so hell aus. Lava. Siehst du, da habe ich es mir doch gedacht. So, ja. Dann gehe ich mal hier ins Bett. Wenn ich einen Platz finde, wo ich es aufstellen kann. Hups. Ey, das war knapp. So. Bisschen aufpassen muss ich schon, auch wenn das hier nicht keine, auch wenn es hier keine gefährlichen Pflanzen gibt, so wie in dem Modpack, was ich nachher vielleicht noch aufnehme. Live in the Village, da hat man ja alle möglichen wilden Pflanzen drin. Hier habe ich ja nur dies andere Dingen. Was das dahin, das Dorf? Mal gucken. Ja, das sieht so aus. Okay. So eine Karte ist doch prima. Jawohl. So, sind denn noch Bewohner oder nicht? Sieht sie ja da auf der Karte. Wo versteckt ihr euch denn? Da hinten am zentralen Boden. Und du kommst hier gar nicht raus, glaube ich.
Was ist denn das für ein Haus hier? Was habt ihr denn hier gemacht? Trennwand eingezogen oder was? So. So, was kann ich euch verkaufen? Leder, ja, das, okay. Habe ich jetzt nicht. Ja, da kann ich euch Pork Chop. Ma! Rohes Hühnchen. Ja, das habe ich natürlich nicht mit, das rohe Hühnchen, sondern ich habe nur. Kochtes mit, wenn ich das gewusst hätte, ja. So, was kann ich? Leder und du willst wieder Fleisch haben. Okay, ja, ich könnte natürlich diverse rohe Hühnchen. Genau, das wäre mal eine Möglichkeit. Das ist aber wirklich eng bebaut hier, das Dörfchen. Was nimmst du mir ab? Gar nichts. Na, gar nichts. Da ist auch nichts drin. Was bist du für einer? Mit dir kann ich gar nicht handeln. Du Mario Pai. So, mit den anderen, die hier zum Teil. Da kann man handeln. Kohle, okay, also Kohle und rohes Fleisch. Damit kann man also auch noch ein paar Edelsteine bekommen. Mit gebratenem Fleisch leider nicht. Okay, merke ich mir mal. Also Kohle und rohes Fleisch. Das Dorf ist immer richtig hübsch hier gelegen. Also. So, alles Rohzeug, Kohle. Mhm. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück. Und auf dem Rückweg werde ich euch mal eine Sache erzählen, von der ich nicht geglaubt habe, dass es möglich ist. Also,